Ja, hallo Marc und hallo Stefan. Herzlich willkommen zu einem der letzten Vorträge der diesjährigen FrOSCon zum Thema Collabora Online und eGroupware. Viel Spaß. Ja, herzlichen Dank. Hallo und schönen guten Abend zum letzten Vortrag oder einen der letzten Vorträge der FrOSCon 2021. Leider wieder online, hoffentlich nächstes Jahr live. Ja, wir freuen uns, dass wir da sind. Ich bin der Stefan, ich bin der eGroupware Community Manager und ich habe dabei den Marc von Collabora. Er wird uns gleich noch, sagen wir, in einem Blog Aktuelles von oder zu Collabora Online erzählen. So. Wir machen das zusammen, weil wir bei eGroupware Collabora vor langer Zeit integriert haben und eine gute Partnerschaft haben und wir und ich auch durchaus Collabora Online Fans sind. Wir wollen heute ein bisschen zeigen, wie das in eGroupware integriert ist, was man damit machen kann und ich sage mal hinten raus auch ein paar Beispiele, wie man auch aus eGroupware heraus Dokumente erzeugt und die dann idealerweise mit Collabora Online weiterverarbeitet. Ich spare mir das, etwas über mich zu erzählen, sage nur ganz kurz zu der eGroupware GmbH, die hinter dem Produkt eGroupware steht. Nur kurz, dass wir Collabora Online auch als SaaS anbieten, dass wir auch Reseller sind für Collabora Online Lizenzen. Das sind die zwei wichtigsten Punkte auf dieser Folie. Da sind wir also Ansprechpartner, gerade auch hier im deutschen Raum, gerade auch was Lizenzen angeht. Es gibt verschiedene Lizenzen, wir beraten dahingehend und bieten dort auch technische Unterstützung. Komme ich nachher nochmal im Detail ein bisschen drauf zu sprechen. Schon ein paar Tage alt, aber wir haben von eGroupware ein neues Logo und einen neuen Slogan. Und da möchte ich einfach nur auf den letzten Punkt eingehen. Smart Online Office, Office, ein fast komplettes Büro im Webbrowser. Ich schreibe ganz gerne fast, weil irgendwas fehlt immer. Aber wir haben eigentlich ein komplettes Büro in den Webbrowser verlagert. Ich sag mal, grundsätzlich mal so ein ähnlicher Funktionsumfang wie dieser gewisse Marktführer. Wir haben also nicht nur die Groupware-Lösung, wir haben dann eben auch Chat, Dateimanagement, Filesharing und eben Collabora Online und somit auch eine vollwertige Office-Lösung drin. In dem Vortrag selber jetzt wollen wir uns ein paar Dinge annehmen. Ich gebe erstmal einen Überblick über eGroupware selber, sag noch mal kurz was zu der Community-Version, der Enterprise-Version, weil das hinten raus an ein, zwei Stellen auch noch wichtig wird. Gebe einen kurzen Überblick über eGroupware selber. Danach kommt Marc mit einem Blog, erzählt ein bisschen was über Collabora Online, über die Community, die initialisiert worden ist, Neues in den letzten Versionen, vielleicht ein bisschen zur Roadmap, da hat der Marc einige Folien vorbereitet. Danach übernehme ich wieder und zeige die Integration von Cool in eGroupware. Also erstmal, wie installiere ich das Ganze und wie ist das integriert in eGroupware? Wie ist Collabora Online im Dateimanager eingebunden und wie verhält sich das mit dem Filesharing? Und zu guter Letzt auch, wie funktioniert dieses Dokumentenerzeugen aus eGroupware heraus? Da habe ich Beispiele vorbereiten wollen. Das Ganze habe ich aber ein bisschen unterschätzt. Die meisten Leute, die ich angesprochen habe, die sind leider im Urlaub gewesen. Ich kann ein kleines Beispiel erzählen von einem Rechtsanwalt, der darüber digital seine Arbeit abwickelt und so ein bisschen was von der Veranstaltungsorganisation. Das wird heute leider ein klein wenig zu kurz kommen. Ich habe keine Screenshots davon und so weiter. Aber wie immer werde ich die Folien nach der Veranstaltung bereitstellen, allerdings erst nächste oder spätestens übernächste Woche. Das Ganze werde ich dann sowohl hier ins Programm wieder hochladen, als auch über Twitter, über unser Forum und so weiter kundtun. Da werde ich dann aber auch noch die Beispiele ein bisschen besser aufarbeiten und vielleicht noch ein paar weitere hinzufügen können, um das Ganze noch ein bisschen plastischer zu machen. Das hat leider für heute auch nicht gereicht und auch die eine Stunde Vortrag jetzt, das ist ein bisschen knapp dafür. Deswegen werden wir da hinten ein bisschen was dranhängen. Dann haben wir noch sicherlich ein bisschen Zeit für Fragen und Antworten Wobei ich da auch ganz gerne die ganzen Sachen nochmal in den Folien aufarbeite. Wenn da Fragen sind, arbeite ich die hinterher auch nochmal auf mit Links, Screenshots, Erklärungen und so weiter. Das findet sich dann hinterher in den hochgeladenen Folien. Live haben wir jetzt nicht eingeplant, wenn nachher, ich sag mal noch, da die Frage ist nach irgendwelchen Sachen, kann ich mal eben noch live was zeigen, aber großartigen Live-Vorführung hatten wir jetzt nicht eingeplant. Ich muss kurz was dazu sagen, eGroupware, wie das entwickelt wird, wer dahinter steht und warum wir ein Open-Core-Modell gewählt haben. Die Entwicklung selber ist unternehmensgetrieben, dahinter steckt also die eGroupware GmbH. Die hat sich dann letztendlich über die Jahre entwickelt, aus einer Community heraus, aus Leuten, die da drin gearbeitet haben, wurde dann eine GmbH. Entwicklungen in der Software selber kommt aus der Community ein bisschen was, kann immer gerne mehr sein, Übersetzungen genau das Gleiche, immer gerne mehr, bin ich auch der Ansprechpartner dafür. Wir vertreiben nun jetzt in einem Open-Core-Modell, das heißt also, es gibt eine Community-Version und es gibt eine Business-, eine Pro-Version, die nennt sich bei uns EPL oder Enterprise-Version. Da gibt es durchaus Module drin, wie zum Beispiel das Kanban-Modul. Das ist also in der freien Version nicht drin. Aber ich sag mal, das sind wirklich alles Dinge, die ich erst in den Business brauche, wenn ich damit mein Geld verdiene. Und deswegen haben wir da so eine Trennung. Und das ist unser Businessmodell, um, ich sag mal, die Entwicklung von eGroupware auch überhaupt finanzieren und stemmen zu können. Wir bieten dann, ich sag mal, als GmbH neben der Enterprise-Version eben noch Support, Auftragsprogrammierung, wir bieten als SaaS Collabora Online, RocketChat an und eGroupware natürlich selber als SaaS. Wir betreiben aber auch ein Hilfeforum, wo wir für die Community supporten. Und zwar machen ich das, der Hauptentwickler, der Ralf und noch ein paar andere Leute. Also wir machen da auch von uns aus kostenfreien Support, also über die Community-Version hinaus. Wir haben in eGroupware selber eingebunden im Moment so 3 wichtige Sachen, um, ich sag mal, dieses Online-Office so rund zu machen. Und zwar haben wir integriert einen Chat und dazu nehmen wir im Moment RocketChat, Online-Office, Collabora Online, unser Thema heute, und noch als weiteres wichtiges Web-RDP und zwar Guacamole. Ich hatte jetzt vorhin gesehen, der vorige Vortrag, der ging um Guacamole, dann, ich sag mal, im Bildungsbereich. Wir sind auch Fans davon. Bei meinem Arbeitgeber, wo ich tagsüber arbeite, haben wir Guacamole auch eben gerade, ich sag mal, für die Homeoffice-Geschichte genutzt. Und das ist, wir haben es integriert in eGroupware, ziemlich pfiffig. Da gibt es auch einen Vortrag von der Kilux 2020, kann ich empfehlen. Also wir sind auch Fans. Und ich sag mal, guckt euch auch den vorigen Vortrag nochmal an. Guacamole ist eine tolle Sache. Betriebsmöglichkeiten, eGroupware. Die Community Edition, die könnt ihr on-premises installieren oder im eigenen Rechenzentrum bei einer Co-Location oder einem Hoster eurer Wahl in einem kleinen V-Server. Ich habe meine private unterm Schreibtisch stehen oder ihr unterm Schreibtisch auf einem kleinen Rechner mit Proxmox drauf, mit einem Mail-Server und so weiter. Das Ganze lässt sich auch auf dem NAS installieren, in einer VM natürlich, aber eben auch, wenn man ein bisschen Kenntnisse hat, durchaus auch, weil wir sind Docker-basiert in der Hauptsache, im Standard, lassen sich auf vielen NAS auch die Sachen als Docker betreiben. Die EPL-Version, die Professional-Version, die bieten wir, wie gesagt, als SaaS an. Wir bieten unseren Kunden aber auch an, on-premises zu installieren. Und zwar ist dann auch ein Wechsel jederzeit hin und her möglich. Also ich sag mal, man kann bei uns testen, dann starten, dann jederzeit aber sagen, okay, ich will es bei mir selber im Unternehmen zum Beispiel installieren und dann transferiert man die Daten darüber und betreibt es dort selber. Also da sind wir vollkommen flexibel in jeder Richtung. Auch zwischen den Versionen, zwischen der Community Edition und der EPL kann man hin und her wechseln, mehr oder weniger, wie man möchte. Wie gesagt, es gibt nur Funktionen, die dann im Zweifelsfall wegfallen. Kurzen Überblick zu den Modulen, die wir in eGroupware haben. Ich habe es anfangs schon in dem Inhaltsverzeichnis erwähnt. eGroupware ist ein bisschen mehr als eine Standard-Groupware. Wir haben natürlich einen E-Mail-Client, was ein IMAP-Mail-Client ist. eGroupware bringt selber erstmal keinen Mail-Server mit. Wir haben allerdings ein Installationspaket, um einen E-Mail-Server mit zu installieren. Kann man machen, muss man nicht. Ansonsten ist es ein IMAP-E-Mail-Client wie alle anderen auch. Wir haben einen Kalender drin, wir haben Kontakte, also Adressbuch, integriert auch CRM-Funktionalitäten. Und dann haben wir eben ein Modul Infolog. Das hat jetzt eine Entsprechung woanders, zum Beispiel Aufgaben oder so. Infolog ist ein Kunstwort von Informationslogbuch. Man kann dort zum Beispiel Notizen ablegen, Aufgaben, Telefonanrufe notieren, E-Mails speichern. Man kann aber auch eigene Informationstypen anlegen. Also man kann einen eigenen Informationstyp benennen, anlegen mit eigenen Feldern und so weiter. Man kann also für bestimmte Dinge bestimmte Masken auch anlegen, um eigene Informationen abzulegen. Das nur als kurzer Hinweis. Wir sehen da nachher nochmal ein bisschen was von. Aber insgesamt ist das eine etwas größere Geschichte. Also wenn ihr da mehr Interesse dran habt, lasst euch bei uns im Forum blicken. Das ist das Einfachste. Wir haben einen Dateimanager mit einem integrierten File-Sharing. Der Dateimanager, der kann, ich sag mal, im besten Fall auch, auch in einem Unternehmen, klein, mittelgroß, durchaus einen File-Server ersetzen. Dort drin haben wir dann eben auch Collabora Online integriert. Wir haben einen Projektmanager mit Gantt-Diagrammen und diversen anderen Funktionalitäten. Ein Modul für die Zeiterfassung, da kann man dann Stundenzettel an Projekte, Tickets, Aufgaben, Kontakte und so weiter hängen. Kann das hinterher auch, auswerten in Tabellen zum Beispiel und dann direkt in Collabora Online weiterverarbeiten zu Stundenlisten, Rechnungen und so weiter. Wir haben ein Ticketsystem, eine Ressourcenverwaltung, die sich hauptsächlich im Kalender integriert. Ein Kanban-Modul haben wir in der EPL-Version drin. Wir haben Smallport, das ist ein videogestütztes Lehre- und Lernsystem, Lesezeichen. Im Bereich Wissensmanagement haben wir ein Wiki und eine Wissensdatenbank noch drin. Und wir können oder haben integriert Videokonferenzsysteme, Amayizi und BBB, kann man entweder oder integrieren dort. Remote Desktop, Guacamole haben wir integriert, RocketChat zum Chatten, Collabora Online, mittlerweile eine wunderbare CTI-Telefonie-Anbindung an PlayStell. Die ist ziemlich genial, gibt es auch einige Videos zu und wir würden auch in Zukunft noch andere Dinge integrieren. Wir sind Docker-basiert, wir können einen Docker-Container laden, integrieren in eGroupware. Da gibt es auch einen Vortrag zu, da fällt mir zum Beispiel Diskurs ein oder vielleicht in Zukunft WikiJS. Oder links sehen wir es, deine Anwendung. Ihr könnt eigene Anwendungen einbauen, sprich Docker integrieren und in eGroupware integrieren als Anwendung oder ihr schreibt in eGroupware eure eigenen Anwendungen. Da sind wir auch schon bei Marc. Er wird euch jetzt etwas über Collabora Online, den aktuellen Stand und so weiter erzählen. Ja, los. Prima, vielen Dank für die einleitenden Worte, Stefan. Hallo euch allen. Ich hoffe auch sehr, dass wir uns nächstes Jahr wieder vor Ort sehen können. Also ich bin hier so draußen. Also ich bin froh, dass ich bei euch im Chat sein kann, so wie es hier gerade Hunde und Katzen regnet. Was ich machen werde, ist ein bisschen, ist nicht ganz aus der Praxis, so wie der Stefan nachher nochmal praxisorientiertere Beispiele zeigen wird. Aber ich will euch ein bisschen praktisch zeigen, was man mit Collabora Online alles machen kann. Und ich werde mich dabei, weil es für mich auch ein bisschen einfacher ist, auf das konzentrieren, was sozusagen an Neuheiten gerade passiert, damit ihr auch seht, also welche Dynamik sozusagen da drin ist. Und das Grundprinzip, was wir ja sozusagen bei Online-Office haben, ist eben das, so nah wie möglich an die professionellen Funktionen, die ihr von eurem Desktop Office erwartet, ranzukommen. Und ihr werdet sehen, dass das Stück für Stück auch mit jedem Jahr und jedem Monat sozusagen passiert. Zu meiner Person, ich bin noch nicht ewig lange, sondern so anderthalb Jahre, fast 2 Jahre bei Collabora Online. Ich gehöre zum Marketing-Team und um vielleicht euch nochmal kurz mit einem Wort das Unternehmen vorzustellen, wer es noch nicht kennt. Ich bin bei Collabora Productivity. Collabora Productivity ist sozusagen eine Tochter von Collabora. Collabora gibt es seit 16 Jahren, ist ein vollkommen auf Open Source fokussiertes Unternehmen, sitzt in Cambridge und Montreal, machen super viele Sachen am Linux-Kernel mit Grafik, also eine große, sehr etablierte Firma, macht viel Automotive, auch im Gaming-Bereich, viele Schnittstellen, also alles 100% Open Source, aber auch viele Schnittstellen, die Open Source sind und für proprietäre Anwendungen sozusagen als Open Source Schnittstelle bieten. Und Collabora Productivity, wir sind eigentlich eine Tochterfirma und unsere Entwickler, unsere Geschäftsführer, unsere Talking Heads sozusagen waren eigentlich fast alle ursprünglich bei SUSE. Und 2013 wurde sozusagen der Bereich aus SUSE, der LibreOffice entwickelt hat, ein bisschen rausgegliedert und ist bei Collabora untergekommen als Collabora Productivity. Wir sind auch bei ungefähr 30 Mitarbeitern, überwiegend natürlich Entwickler, Entwicklerinnen, aber auch ein kleines Marketing-Team, zu dem ich dazugehöre, sitzen europaweit mit ein paar Entwicklern, Entwicklerinnen in Asien, Südamerika, aber das meiste, der größte Teil des Teams sitzt hier in Europa verteilt und ich bin einer der wenigen Native-Deutsch-Sprecher. Wir haben ein paar, die Deutsch sprechen und sitzen in Cambridge in den Vereinigten Staaten. Und der Fokus von Collabora Productivity ist ganz streng auf Büroanwendungssoftware. Das ist sozusagen das, was wir machen und nichts anderes. Das ist schon auch ein weiteres Feld. Also wir machen natürlich Collabora Online, Collabora Office. Wir haben eine mobile App, die ich euch kurz zeigen werde. Wir machen aber auch manche Services rund um Dokumentenverarbeitung und Konvertierung. Also schon noch ein größeres Feld, außer das, was sozusagen ihr als Benutzer immer so seht. Das ist unser Motto, Make Open Source Rock. Das ist so ein bisschen, nicht unser Slogan, aber so ein bisschen intern unsere Unternehmensphilosophie. Also was wir machen, genau wie eGroupware, sind wir ein gewinnorientiertes Unternehmen, aber wir sind auch ein Free-Libre-Software-Unternehmen. Wir machen 100% Open-Source-Software und alles, was wir sozusagen, also unsere Einnahmen stecken wir sozusagen wieder in den Programmcode und der wird auch der Allgemeinheit sozusagen zur Verfügung gestellt. Wir reinvestieren also Profite wieder, die wir erwirtschaften. Ich werde euch... Das habe ich noch nicht erwähnt. Ich habe ein Auge auf den Chat. Wenn ihr zwischendurch was fragen wollt, akut, ist das möglich. Wir sind beide, Stefan und ich, auch nach dem Vortrag noch kurz da und können das beantworten. Aber wenn jemand mal akut was auf dem Herzen hat, versuche ich mit einem Blick rüber das zu sehen. Ich werde ein paar einleitende, ich will gar nicht so viel in Details gehen. Ich will wirklich nur Neues zeigen. Neues ist aber auch teilweise gleichzeitig speziell. Und falls einige Collabora Online nicht kennen oder will ich ein paar grundsätzliche Basisinformationen oder Key-Features euch gegenüber erwähnen. Ja. Also Collabora Online ist erstmal eine Büroanwendungssoftware auf Basis von LibreOffice, die im Browser läuft. Also ihr könnt sozusagen eure Präsentationen, eure Spreadsheets, eure Textdokumente kollaborativ gemeinsam in einem Browser, in jedem modernen Browser bearbeiten. Natürlich ist gleichzeitig dieses Office eingegliedert, entweder in eine File-Sync-Lösung oder in eine Groupware-Lösung. Im Prinzip ist es so, wenn ihr ein Dokument anwählt, öffnet sich Collabora Online, das entsprechende Modul, Präsentationen oder Spreadsheets oder Writer im Browser und ihr könnt gemeinsam mit euren Teamkollegen, die sozusagen Zugriffsrechte auf das Dokument haben, an den Dokumenten arbeiten. Was bei uns extrem wichtig ist und was natürlich uns auch von den proprietären Mitbewerbern sehr stark unterscheidet, ist, dass das ganze Design von Anfang an, von der Denke heraus, auf Dokumentensicherheit angelegt ist und einen ganz starken Fokus auf Privatsphäre hat. Ja, also als kleines Beispiel kann ich euch sagen, technisch ist es so, dass bei uns das Dokument niemals den Server verlässt, während bei anderen Lösungen es teilweise immer hin und her geschickt wird und wir sozusagen eigentlich immer nur Abbilder von dem Dokument rendern und dadurch eigentlich schon an der Grundbasis mit dem ganzen Jailing, was noch dranhängt, sozusagen eine höhere Dokumentensicherheit liefern. Also wir sind 100% Open Source, auch nicht Open Core, sondern wirklich 100% Open Source. Stefan hat es schon angesprochen, wir haben zwei Lösungen. Unsere kommerzielle Lösung ist Collabora Online, das ist sozusagen ein Lizenzprodukt, was Unternehmen, NGOs lizenzieren können. Und wir bieten das sozusagen als auch On-Premises-Lösung, haben aber ein großes Partnernetzwerk, Wir bieten selbst zum Beispiel keine gehostete Lösung an, haben aber ein großes Partnernetzwerk. Wenn jemand das nicht auf der eigenen Infrastruktur laufen lassen will, haben wir Groupware-Anbieter, FileSync-Anbieter, Hoster, die es sozusagen in verschiedenen Ländern hosten können. Das ist auch unser Geschäftskonzept, sozusagen mit einem großen Netzwerk von Trustworthy Partners zu arbeiten. Für die kommerzielle Version Collabora Online, die ist immer schön zu erkennen an dem Lila. Wir vermarkten das immer in Lila, gibt es Unternehmenssupport, das heißt, unsere Nutzer können sozusagen sich auf Level 3 Support stützen und kriegen noch von unseren Partnern L1-Support und ähnliches. Code darum, das habe ich nicht so richtig groß angemacht, können wir später auch nochmal ausführlich machen. Code ist das Collabora Online Development Edition, bewerben wir meistens so in roter Schrift. Das ist sozusagen eigentlich die gleiche Version, nur wir sind auf so einen Rolling Release Model gegangen. Das heißt, bevor Features bei uns bei Collabora Online ausgerollt werden, werden sie erstmal eine Zeit lang in der Development Edition getestet, geprüft und erst später sozusagen, wenn sie sozusagen den Stresstest überstanden haben, werden sie übernommen in die professionelle Business-Version. Wir haben ein sehr modernes Interface, wir laufen in jedem modernen Browser, sind super reich an Funktionen. Also ihr werdet sehen, dass mit jedem Jahr und jedem Monat sozusagen neue Features integriert werden. Und was bei uns ein großes Thema ist, ist natürlich Interoperabilität, weil es einfach wichtig ist, wenn du im Dokumentenbereich arbeitest, musst du sozusagen irgendwie eine gute Kompatibilität, Interoperabilität sozusagen zu dem Marktführer anbieten. Das ist ein Thema, an dem wir immer konsequent arbeiten und wo wir hervorragende Resultate auch haben. Und wie gesagt, bei der Dokumentenunterstützung, wer bei euch im Thema LibreOffice drin ist, weiß, dass LibreOffice eine große Zahl von Dokumenten unterstützt und eigentlich schon mehr Dokumente als teilweise die proprietären Anbieter, die ursprünglich mal die Formate entwickelt haben. Aber wie gesagt, auch ein Thema für sich, aber wir haben einen großen Support von unterschiedlichen Dokumententypen. Ich werde so ein paar neue Funktionen durchgehen. Ihr werdet sehen, also weil wir sind halt schon, wann haben wir angefangen? 2016, glaube ich, mit den ersten Prototypen zu entwickeln. Also wir reden von der Software, die seit 5 Jahren entwickelt wird und einfach auch schon einen hohen Status hat. Das heißt, neue Funktionen, die jetzt dazukommen, wir müssen über manche Dinge, glaube ich, nicht mehr reden, aber ich will sie dazu sagen, sowas wie Versionierung, kollaboratives Arbeiten oder dass man dem Editor, der gerade schreibt oder bearbeitet, folgen kann. Sowas ist alles sozusagen standardmäßig drin. Alles, was ihr von einem Online-Office im Browser erwartet, ist drin und jedes Jahr, jeden Monat kommen neue Sachen hinzu. Vielleicht zu unserem Release-Modell. Wir haben ungefähr einmal im Jahr eine neue Hauptversion. Unser aktueller Zweig ist gerade 6.4. Die 6.4er-Branch. Und jetzt in wenigen Wochen, wenigen Monaten kommt eine neue Hauptversion. Aber wir veröffentlichen nicht unbedingt, aber bestimmt 10-mal im Jahr, aber eigentlich fast monatlich neue kleine Updates, sozusagen mal kleinere Fixes drin sind, aber auch spätestens in mindestens in jedem zweiten Update neue Features sozusagen integriert werden. Und wie es euch vorstellen könnt, es ist teilweise ein Hin und Her, es sind teilweise Features, die wir für den LibreOffice-Kern entwickeln oder die andere auch teilweise für den LibreOffice-Kern entwickeln und wir integrieren. Und das ist sozusagen ein Hin und Her. Also die Versionen, manchmal wir haben auch eine Desktop-Version, Features bei uns in Collabora Office, der Desktop-Version zuerst. Manchmal erscheinen sie zuerst online in der Browser-Version und werden dann sozusagen in die Desktop-Version integriert. Und wie gesagt, von jeder unserer Softwares oder von jedem unserer Produkte gibt es einmal im Jahr eine Hauptversion. Jetzt gerade sind wir bei 6.4. Eine der großen visuellen Änderungen bei 6.4 war, dass wir einen sehr großen Wechsel auf dieses GUI gemacht haben. Sozusagen die Tab-Bar, wenn man LibreOffice auf dem Desktop benutzt, sozusagen auch nicht das Default-Setting, weil wir dadurch die Möglichkeit hatten, irgendwie neue Features, neue Widgets teilweise einzufügen. Und einfach auch ein sehr klares, sehr gut funktionales visuelle Appearance machen können. Es ist aber auch so, dass wir sozusagen 2 Benutzeroberflächen haben und die werden browserseitig von dem Anbieter, von dem Hoster sozusagen ausgewählt werden. Was wir, wie gesagt, gemacht haben, ist alles nochmal zu ordnen, zu strukturieren und wenn ihr bestimmte Sachen, ihr werdet bestimmte Funktionen halt auch gehighlightet haben, die häufiger benutzt werden. Wenn ihr ein Bild anklickt, sozusagen in einem Writer-Dokument erscheinen für euch Module oben, die mit der Bearbeitung oder dem Verschieben von Bildern oder in der Sidebar hier zu tun haben. Das ist sozusagen also ein sehr flexibles System. Ihr werdet sehen, was, ich gehe jetzt so ein bisschen von 6.4.0 auf 6.4.10 hoch. 6.4.10 ist die aktuelle Version, die vor ungefähr 3, 4 Wochen, glaube ich, veröffentlicht wurde. Und wie gesagt, als Code damals schon vor etwa 8 Wochen, ich denke einen Monat oder 5 Wochen vorher. Und ihr seht, dass viele der Features, die wir sozusagen einführen, speziell sind. Es sind manchmal auch Kundenwünsche, manchmal sind es auch Entwicklungswünsche, manchmal sind es auch Sachen, die in einer Hack Week entstehen, wo unsere Entwickler und Entwicklerinnen teilweise auch mal freie Zeit haben, um sich Projekte auszusuchen, an denen sie oder die sie implementieren wollen. Was wir online gebracht haben, also es sind alles immer Dinge, die es meistens schon in den aktuellsten LibreOffice-Versionen gibt, manchmal auch nicht. Und wenn es sie nicht gibt, werden sie meistens später in aktuelle LibreOffice-Versionen integriert. Was wir online gebracht haben, sind komplexe Tools zur Datenanalyse. Also ihr könnt verschiedene Funktionen jetzt sozusagen auch in der Online-Version im Browser machen, was tatsächlich schon sehr fortgeschrittene, professionelle Features sind. Pivot-Tabellen, ich glaube, das war auch eine 6.4er-Sache. Ich bin mir manchmal auch nicht unsicher, ob es noch im letzten Jahr in der 4.2er-Version die Pivot-Tabelle schon kam, aber auf jeden Fall viele Elemente der Pivot-Tabelle, wie das Definieren von Tabellen, also das Benennen von Tabellenbereichen zur besseren Übersicht. All diese Funktionen sind Sachen, die wir online gebracht haben, wie also sozusagen, dass eure Experience so ähnlich ist wie auf dem Desktop, wenn ihr mit Pivot-Tabellen arbeitet oder Tabellenbereiche namentlich definieren wollt, um sie besser zu unterscheiden. Was neu kam, ist auch ein Element, das ist oft bei uns so, also das Prinzip ist auch, dass wir natürlich Kunden haben, die teilweise Produkte lizenzieren, aber man kann uns sozusagen auch buchen, um Features zu entwickeln, die ihnen in den Lösungen fehlen. Und ein solches, das wir für einen großen Regierungsanbieter damals entwickelt haben, waren zum Beispiel diese Gutter-Margins. Das sind Stege, also es geht darum, irgendwie neben den Rändern noch spezielle Bereiche zu definieren, die sozusagen geschützt sind. Das hat viel mit dem Ausdrucken von Dokumenten zu tun. Man kann damit also bessere Printdokumente herstellen. Und was auch oft bei uns ein Thema ist, es ist ein Feature, was beim großen Proprietären bei MS Office sozusagen vorkommt. Das heißt, es ist gleichzeitig ein Feature, was die Interoperabilität von den Dokumenten auch erhöht. Also wir integrieren Sachen, die wir bei LibreOffice finden und vermissen, aber natürlich auch teilweise Sachen, die wir bei proprietären Anbietern als wichtig erachten und für die Kompatibilität von Dokumenten irgendwie brauchen. Ja. 6.4.6 hat vor einem halben Jahr dann Fontwork gebracht, Graphical Text Art, mit dem ich zugegebenermaßen wenig gearbeitet habe, aber eigentlich ein nettes Text Art Feature von Collabora Online ist. Viele Features sind ja nur auf bestimmte Module ausgelegt. Manche Sachen funktionieren nur in Calc, aber sowas wie Graphical Text Art könnt ihr in Tabellen, Dokumenten, genauso wie in Präsentationen und Writer-Dokumenten benutzen. Ihr könnt damit so Texteffekte gestalten, Sachen herausheben, ist quasi ein grafisches Element. Wichtiges Thema, wir hatten es lange nicht online, wer mit Makros arbeitet, weiß, Makros sind auch so ein bisschen ein zweischneidiges Schwert, also du willst nicht alles mit Makros erlauben, weil es natürlich auch ein sicherheitsrelevantes Feature ist. Wir haben aber langsam jetzt Makros sozusagen erlaubt, und zwar auf einer geringen Sicherheitsebene. Und zwar sind es Microsoft Office Makros, die jetzt sozusagen teilweise freigegeben werden, in bestimmten Level von den Admins frei und konfiguriert werden können. Da gibt es auch ein Stufenmodell. Ich werde gar nicht so viel zur Roadmap sagen, aber man kann sagen, dass in dem Bereich wahrscheinlich noch verschiedene Ebenen noch später an Makros hinzukommen. Wir haben jetzt die laufen in geschützten Containern, die Makros, und gleichzeitig haben wir sozusagen nicht alle möglichen Makros bis jetzt freigegeben, erlauben aber schon eine bestimmte Anzahl von Makros, um auch wieder Kompatibilität zu verbessern. Das Exportieren von Spreadsheets in CSV, also klingt basic, ist aber tatsächlich etwas, was wir online noch nicht hatten. Den Import von CSV gibt es natürlich auch. Wir haben da auch vor kurzem gerade auch für Mobilgeräte die Interfaces bearbeitet, dass es auch einfach angenehmer, leichter ist, eine solche CSV-Datei, wenn man sie bei euch in der Groupware hat, zu öffnen, zu importieren, aber jetzt auch zu exportieren. Wichtiges Thema, also es ist wahrscheinlich das mächtige Tool in LibreOffice, was ihr am wenigsten benutzt, Draw, was einfach unheimlich viel kann, also zur Bearbeitung von PDF total wichtig ist, technisch auf einer Ebene ähnlichen Funktionsweise wie Impress läuft, und das haben wir tatsächlich online gebracht. Das ist halt auch nicht das, weil das ein Vektorgrafik-Tool ist, ist es natürlich auch nicht das allerwichtigste Element für eine Büroanwendungssoftware. Aber jetzt ist es sozusagen da noch sehr basic, also es sind nicht alle Funktionen da, aber man kann sozusagen jetzt schon Dokumente, Print-Dokumente, Flyer, Entwürfe, grafische, Vektorgrafik-Elemente sozusagen online bearbeiten mit anderen zusammen, so wie ihr es von einem Writer-Dokument benutzt. Und das ist auch etwas, was ihr sozusagen eigentlich nicht bei anderen Anbietern findet. Was ist, ich sehe gerade die Frage zu den Makros. Ich bin mir nicht sicher. Ich würde auch denken, dass sie ungefährlicher sind, aber ich weiß, dass es das sind so, bei der Frage, wenn es technisch zu spezifisch wird, habe ich manchmal ein bisschen Probleme, das genau zu erklären. Ich kann es nicht beantworten. Ich würde aber denken, du willst ja sozusagen bestimmte Funktionen nicht online im Browser ablaufen lassen. Also ich meine, es läuft auf Servern und es ist schon ein Element, was sozusagen in einem sicheren Umfeld laufen muss. Also ich kann es dir nicht genau beantworten. Ich sehe da durchaus ein gewisses Potenzial für Nicht-Funktionen. Also genau wie alles, was wir sozusagen kollaborativ im Browser machen, natürlich komplexe Sachen auf dem Server beinhaltet. Also es gibt auf jeden Fall, es ist ein sehr stark verlagtes Feature sozusagen. Es ist eines der Elemente, die uns lange vorgeworfen wurden, wo wir sozusagen Schwächen haben in der Kompatibilität zu dem proprietären Branchenprimus. Und wir sind da auf jeden Fall vorsichtig mit dem Implementieren und implementieren das Level für Level und testen das Level für Level. Auch noch ein Element von Impress und Draw, Konnektoren. Das ist auch so ein typisches Online-Element, weil wir gemerkt haben oder gesehen haben, dass es doch gerade auch online und im Browser teilweise schwierig wurde. Die Konnektoren kamen mit Draw und sie kamen mit Impress. Das ist eure Möglichkeit, sozusagen verschiedene Elemente und Objekte bei Präsentationen miteinander zu verbinden. Und es wird im Browser dann teilweise schwierig, wenn man zu sehr reinzoomen muss. Und wir haben die Konnektoren sozusagen smarter gemacht. Sie reagieren ein bisschen anders, als ihr es vom Desktop kennt. Wenn ihr jetzt sozusagen nah in die Nähe von Konnektoren kommt, vergrößern sie sich, sodass man bei Konnektoren, die nah beieinander sind, leichter die richtigen Elemente in den Objekten treffen kann. Header und Footer online sind auch Elemente, die wir jetzt kürzlich dazugefügt haben. Man konnte vieles, was wir online haben, konnte man schon benutzen. Also Header und Footer wurden sozusagen importiert, sie waren aber nicht bearbeitbar online. Und das ist bei ganz vielen Features so, dass sie sozusagen bereits ordentlich importiert werden, dass die Importfilter sie online sozusagen importieren, aber nicht alle Funktionen online bearbeitet werden und nach dazukommen. Header und Footer haben wir jetzt auch in der letzten Version dazu gespannt. Und PDF ist ein bisschen was viele nicht wissen. Man kann sozusagen auch PDFs mit Collabora Online öffnen und kommentieren. Also bearbeiten in der Form nicht, aber du kannst sozusagen Kommentare auf PDFs hinterlassen, du kannst sie mit Collabora Online öffnen, und wir hatten vorher ein seitenbasiertes Modell. Man musste sozusagen jede Seite, sich durch jede Seite einzeln klicken, so ähnlich wie bei einer Präsentation, und wir haben es jetzt geändert, dass man flüssig sozusagen durch große PDFs scrollen kann, und gleichzeitig, wie gesagt, schon vorher haben wir Kommentarfunktionen eingefügt, kann man bei unterschiedlichen File-Sync-Lösungen machen. Das war so ein bisschen das, was ich an Neuheiten zeigen wollte. Ihr seht, das ist alles speziell, aber ich glaube, was ich unter der Hand natürlich auch euch vermitteln will, ist, dass wir sozusagen immer näher an der Komplettlösung im Browser rankommen, dass wir sehr viele Profi-Features installieren. Die Standard-Features sind sozusagen schon da, die werden performanter. Es gibt viele Dinge, die man nicht direkt sehen kann, die regelmäßig gemacht werden. Bei uns ist Interoperabilität immer ein großes Thema, Performance ist immer ein großes Thema, es wird regelmäßig geguckt, dass die Software schneller läuft, dass bestimmte Redundanzen sozusagen, die manchmal in der Rechtschreibprüfung zum Beispiel entstehen, entfernt werden, damit die Software performanter wird. Das sind große Themen, an denen wir permanent arbeiten. Ich wollte euch noch, wer vielleicht nicht so bekannt ist mit Collabora Online, das wie gesagt im Browser, in jedem modernen Browser läuft, noch zeigen, was wir sonst für Produkte haben. Wir haben eine mobile App entworfen, wir hatten früher mal als Tender von LibreOffice den Viewer mitentwickelt für LibreOffice und haben dann irgendwann für ein Projekt im Bildungsbereich darauf aufbauen. Eigentlich haben wir es komplett umgeschrieben und haben es so ein bisschen auf die technische Basis von Collabora Online gestellt. Also es funktioniert auf einer ähnlichen Basis wie Collabora Online und ist jetzt sozusagen als mobile App für Tablets, Android-Phones und iPhones verfügbar und ist frei in den entsprechenden Stores erhältlich. Könnt den Code einsehen. Wir haben es auch, wer nicht in die Stores gehen will, wir haben es als APK auf unserer Webseite, da kann man sozusagen auf Android-Devices direkt installieren. Und es ist ein Riesenerfolg. Es ist sozusagen die erste mobile Lösung, an der man LibreOffice quasi, den LibreOffice-Kern, ein Open-Source-Tool auf mobilen Geräten haben. Wir sind gerade bei Version 6.4.9 und auch da kommt im nächsten Update. Wir haben, die Screens sind schon gar nicht mehr aktuell, sieht mittlerweile ganz anders aus. Wir haben viel gemacht, um das Interface zu verbessern. Und klar, da waren auch Kinderkrankheiten dabei. Es ist, glaube ich, jetzt 2 Jahre alt, die App. Wir haben viel gemacht, um die Benutzung an Tablets zu verbessern. Und wie gesagt, ich bin der Meinung, wenn ihr es nicht kennt, ladet es euch runter, probiert es aus, spielt damit. Es ist ein super sicheres Tool, mit dem ihr mobil eure LibreOffice oder Word-Dokumente oder bearbeiten könnt. Praktisch, um mal unterwegs was zu machen oder auf der Konferenz. Und was wir sozusagen auch haben, ist eine Desktop-Version, das ist ein Derivat von LibreOffice, was wir sozusagen professionellen Businesskunden oder Kunden aus dem Regierungs-Public, also öffentliche Verwaltung und Education-Bereich anbieten. Und das gerade vor 1, 2 Monaten Version 21.06 erschienen. Das kann ich zur Roadmap sagen. Wir haben teilweise Sprünge gemacht. Wir haben im letzten Mal einen Versionssprung online gemacht von 4.2 auf 6.4, damit wir sozusagen inline mit unserem Desktop-Produkt waren und haben jetzt der Einfachheit halber irgendwie auf eine Jahreszählung umgestellt. Das wird mit online auch passieren. Also irgendwann nach 6.4, vielleicht kommt noch 6.4.11, 6.4.12, aber wir werden dann irgendwann Collabora Online auf 21.08, also so ein bisschen wie ihr es von euren Linux-Distributionen kennt, Jahr und Monat umstellen, weil wir es einfach besser finden, um für die Nutzer sozusagen auf dem Laufenden zu sein, dass sie sehen, ihre Version, dass sie sozusagen es leichter haben, die aktuellen Versionen zu laufen, laufen zu haben mit allen Features. Chromebooks ist in Europa vielleicht gar nicht so ein großes Thema, aber wir haben irgendwann eine native Chromebook-Version entwickelt. Ist auch für die USA ein spannendes Thema, weil Chromebooks dort viel im schulischen Bereich eingesetzt werden. Kann man quasi so ähnlich wie die Android-App auch über den Play Store bei sich installieren. Noch 2 Worte zur Collabora Online Community. Also wir sind klar, wir sind Teil der LibreOffice Community, wo wir sozusagen an LibreOffice arbeiten oder Produkte von unserem Desktop-Produkt in den LibreOffice-Kern geben. Wir haben aber Collabora Online, was eigentlich 1:1 entwickelt wurde mit LibreOffice Online. Bis vor 1,5 Jahren haben wir sozusagen Collabora Online die Entwicklung ausgegliedert von LibreOffice und haben sie auf GitHub verfügbar gemacht. Hintergrund war, weil wir es zu 98% selbstständig entwickelt hatten und wir es eigentlich auch zugänglicher machen wollten und ein bisschen weg von den LibreOffice-Tools in ein moderneres Tool wie GitHub und haben damit auch ein bisschen mehr Community-Arbeit übernommen. Also ihr findet uns auf GitHub, wenn ihr mitmachen wollt. Wir haben IRC, Matrix und Telegram-Channels, CoolDev, Collabora Online, Development sozusagen ist unser Hashtag. Ich glaube, es ist manchmal ein Unterstrich anstatt ein Minus. haben ein Forum, wo ihr Hilfe finden könnt, gerade wenn ihr Code-User seid. Code kann man auch in einer Docker-Instanz laufen lassen. Ein Forum, wo ihr euch sozusagen userbasierte Hilfe läuft. Und es gibt wöchentliche Community-Calls bei uns, wo sozusagen man sich einbringen kann, wenn man an der Community mitarbeiten hat, Vorschläge und Ideen hat. Weil sehr detailliert, ich werfe einen Blick über den Chat und gucke es nochmal gleich im Detail an. Und danke euch erstmal für die Aufmerksamkeit. Wie gesagt, ich bin noch hier. Ich gucke mal, was ich im Chat beantworten kann. Ansonsten folge ich mit großem Interesse dem Praxisbeispiel von Stefan. Und übrigens war mein erster Talk auf einer Konferenz. Insofern danke, dass ihr Geduld mit mir hattet. Ich übergebe an Stefan. Danke. Ja, wunderbar, Marc. Ja, für das erste Mal, oder? Ich hoffe, wir machen noch einiges zusammen. Da waren gerade Fragen. Also erstmal möchte ich den Marc kurz bestätigen, dass mit den neuen Funktionen über die Zeit, also ich habe ja 2019, glaube ich, die ersten Vorträge über LibreOffice Online damals noch vom Wording her gehalten. Und also ich sage mal, es ist wirklich so, dass auch bei jedem Update Funktionen dazukommt. Und ich sage mal, dann kommt auch plötzlich mal Draw hinzu und dann ist das auch kein Major-Update. Ähnlich ist das bei uns bei eGroupware. Wir machen zwar ein Major-Update irgendwie einmal im Jahr, aber ich sage mal 10 bis 12 Mal Updates mit Fixes, Korrekturen, schon mal eine kleine Sicherheitsgeschichte. Aber ich sag mal 10 bis 12 Mal im Jahr auch neue Funktionen. Ja, also ich sag mal, das ist nicht wie bei manchen proprietären Sachen, dass dann wirklich nur mit der Hauptversion irgendwas Neues kommt und dann hängt die so schön ab. Also das ist bei uns beiden gleich. Zwischendurch kommt also immer wieder einiges an Funktionen. Und ich sag mal, das Tempo selber für Collabora Online, das ist schon ziemlich beeindruckend. Und ich habe 2019 gesagt, mir reicht's an Funktionen. Ja, ich sag mal, mittlerweile bin ich froh, dass eine ganze Menge dazugekommen ist. Aber ich sag mal, ich bin auch froh, dass ein bisschen reduziert ist gegenüber wirklich kompletten Desktop-Lösungen, weil dann kann man sich ein bisschen mehr auf seine Arbeit konzentrieren. Ganz kurz die Frage zu den Ressourcen. Ich habe gerade mal da reingetippt, 2 CPU, 2 GB für eine Installation mit 5 Usern. Also ich sag's mal so, selbst eine eGroupware mit RocketChat, mit Collabora Online, und wenn da ein paar User drin arbeiten, da ist man mit 2 CPU, 2 GB dabei. Speicher variiert ein bisschen, wenn die Datenbank natürlich groß ist, aber das bei eGroupware, was soll da groß drin sein? Interessant wird es dann, wenn man mit Collabora Online Dokumente öffnet. Die brauchen also jedes Mal, jedes geöffnete Dokument natürlich ein bisschen RAM. Sind die Dinger groß, sind das viele, braucht es ein bisschen mehr RAM. Es hängt da dran. Ich zeige nachher noch eine Folie, wo man dazu ein bisschen sieht dran. Aber ansonsten ist das sehr, sehr genügsam, das Ganze. Ich will weitermachen mit der Installation und Integration von Collabora Online in eGroupware. Collabora Online ist bei der Standard eGroupware-Installation mit installiert. Die haben wir also als Abhängigkeit da drin. Wenn ich also eGroupware installiere in der Standard-Installation, dann wird automatisch Cool mit installiert. Habe ich das nicht, kann ich das nachträglich einfach mit einem apt-install eGroupware Collabora Key, so heißt das Paket, nachinstallieren. Das wird dann auch automatisch in die eGroupware hinein konfiguriert. Dazu gibt es eben auch im GitHub entsprechend eine Doku. Man kann allerdings auch mit dem Paket Collabora Online alleine auf einem System installieren, um das dort alleine zu nutzen, ohne die Groupware-Lösung. Wobei ich sagen muss, installiert einfach die Groupware-Lösung mit, weil die frisst wirklich kein Brot, keine Ressourcen, die ist einfach nur da, kann man mal reingucken und gut ist. Weil das ist einfach nur das Hosting für Collabora. Und dann kann man natürlich auch wir arbeiten wie gesagt als Basis mit Docker. Es gibt eine Docker-Compose-Datei und in der kann man schlichtweg den Container austauschen. Das heißt Cool gegen Code oder umgekehrt. Das ist dann auch schnell gemacht. Wir haben bei diesem Deployment auch noch einen Watchtower, den liefern wir mit. Das heißt also im Idealfall, wenn wir eine neue Cool-Container freigeben, nachdem wir das Ganze auch nochmal gebaut und getestet haben, aktualisiert sich bei euch das System dann automatisch. Das wird immer automatisch gemacht, kann aber auch abgestellt werden. Aber wie gesagt, die Automatik kann man mitnehmen. Integriert in eGroupware wird das Ganze, wenn man es installiert, automatisch. Grundsätzlich gibt es da auch nicht allzu viel zu integrieren, zu konfigurieren, um einen Collabora Online-Server anzusprechen. Man braucht nur eine Webadresse. Wir sehen hier gerade die Konfigurationsseite von eGroupware. Da ist einfach nur die Webadresse davon drin. Und das ist im Idealfall auf einer eGroupware-Installation eben die gleiche Adresse. Grundsätzlich können dann natürlich beliebige Collabora Online-Instanzen eingebunden werden. So eben auch zum Beispiel, wenn ich eine eigene eGroupware habe, kann ich von uns aus dem Hosting eine eGroupware-Instanz hier dann einbinden. Dann muss man also nicht selber hosten. In der Maske selber kann ich auch noch die Lizenzdatei für Collabora Online direkt einspielen. Die wird dann in die Konfigurationsdateien übertragen und der Container neu gestartet. Und dann läuft das ganze Ding auch lizenziert. Dann gibt es in Collabora Online eine Admin-Konsole. Und dafür kann man in eGroupware auch direkt die Admin-Zugangsdaten, also den Benutzername und das Passwort. Und auf Admin-Konsole ist ein Link drauf, da kann man direkt in die Konsole springen. Das sind alles Dinge, die kann ich auch in der Konfigurationsdatei machen, aber wir haben das eben integriert in die GUI, um das von dort aus zu machen. Diese Admin-Konsole, die sieht dann so aus, dass ich da eine Übersicht habe, welche Dokumente auf sind, ein paar Rahmen, wie viel Speicher und so weiter ich verwende. Und da sieht man zum Beispiel auch, ich habe jetzt im Beispiel hier zwei Dokumente offen und da sieht man verwendeter Speicher, 36,4 MB, 83,6. Das war das jetzt gerade mit den Ressourcen. Also ich sag mal, der Fritz hat gefragt, circa 5 User. Wenn die 5 User alle größere Dokumente aufhaben, dann summiert sich das ein klein wenig auf. Wobei eben ein Dokument, wo mehrere Leute drin arbeiten, gleichzeitig natürlich mehr oder weniger nur einmal den Speicher verwendet. Aber ganz ehrlich, 5 Leute, was sollen die schon aufhaben? Also 2 Gigabyte reicht da wirklich mehr als aus. Ansonsten machen wir oder benutzen wir die lolwsd.xml als Konfigurationsdatei wie in einer nativen Collabora Online oder Code-Installation. Nur bei uns liegt die etwas in einem anderen Ort und zwar unter varlib eGroupware Default lolwsd. Die kann man natürlich auch nach wie vor noch bearbeiten und spezielle Konfigurationen dort einbauen. Was ich bei mir gemacht habe, ich habe, da drin werden zum Beispiel auch konfiguriert, welche Sprachen geladen werden, also zum Beispiel auch die Wörterbücher und so weiter. Ich habe da einfach alles rausgeschmissen, außer Deutsch und Englisch. Ja, das erhöht ein bisschen die Geschwindigkeit beim Laden und auch den Speicherverbrauch. Lizenzschlüssel kann ich dort eintragen oder die Benutzeroberfläche. Ich habe es in Klammern gesetzt, weil das sind Sachen, die können wir auch über eGroupware steuern. Marc hat es gerade schon gesagt, Benutzeroberfläche, die klassische Ansicht oder diese, ja, dieses böse Wort Ribbon-Ansicht oder Spaltenansicht oder die kann man eben auch da drin steuern. Da kann der Admin sagen, okay, meine Instanz läuft damit oder läuft damit. Wir haben es auch noch hochgezogen in die Konfiguration. Bei uns kann jeder Benutzer das für sich einstellen. Zu der LOL-WSD gibt es natürlich auch auf GitHub eben entsprechend die Standarddatei. Kann man mal reingucken. Da kann man eine ganze Menge einstellen. Timeouts zum Beispiel und so weiter. In eGroupware gibt es Benutzerkonfigurationen. Und zwar kann die ein Benutzer für sich einstellen. Ich kann als Admin vernünftige Voreinstellungen einstellen, damit der Benutzer im Regelfall nichts einstellen muss. Aber ich kann als Admin auch bestimmte Einstellungen erzwingen. So, und dafür haben wir den Bereich für Collabora Online. 4 Einstellungen dort im Moment zur Verfügung gestellt. Erstmal mit welchem Dateitypen oder welche Dateitypen werden mit cool geöffnet. Da kann man eben auch welche deaktivieren. Wir reden jetzt vom Öffnen aus dem Dateimanager. Was geschieht mit gefüllten Dokumenten? Also wenn ich neue Dokumente gefüllt habe, werden die mit Collabora Online geöffnet oder werden die zum Download angeboten. Dazu gehört die Einstellung darunter auch nochmal. Und als viertes die Benutzeroberfläche. Wenn ich jetzt als Admin sage, okay, alle meine User sollen die neuere Oberfläche nutzen, dann stelle ich das hier ein, erzwinge diese Einstellung, dann ist auch gut. Wenn ich meinen Benutzern das freigeben will oder da sind welche dabei, die hätten gerne die alte Oberfläche, lasse ich das voreingestellt in der Oberfläche, wie wir es im Allgemeinen nutzen wollen und der Benutzer kann sich dann noch die Oberfläche einstellen. Und zwar bei jedem Start eines Dokumentes holt er dann für den Benutzer die entsprechende Oberfläche. Das ist also hier flexibel einstellbar. Zu der Konfiguration gehört auch, dass wir für die einzelnen Module wie Adressbuch und so weiter Dokumente hinterlegen können, die wir hinterher aus eGroupware füllen. Und zwar gibt es im Dateimanager in dem Bereich Templates und dann der jeweiligen Anwendung, wie hier zum Beispiel Adressbuch, Kalender, einen Ordner. Da schmeiße ich Office-Dateien rein und die kann ich dann hinterher füllen aus meiner Anwendung heraus. Die Dokumente, um die später zu füllen, können aber auch Benutzer bei sich selber hinterlegen und können die einstellen, dass sie die benutzen wollen, wenn der Admin es zulässt. Ich kann es auch unterbinden. Aber die einen Sachen macht der Admin für die ganze Firma zum Beispiel und die anderen Sachen können zum Beispiel Abteilungen oder Benutzer für sich als Vorlagen dort einbinden. Ein paar Kleinigkeiten noch, Funktionen, also die jetzt hier mit dem Füllen der Dokumente und so weiter, die stehen natürlich auch für eigene Anwendungen zur Verfügung. Das heißt, wenn ihr in eGroupware eine eigene Anwendung entwickeln würdet, stehen diese Funktionen natürlich auch zur Verfügung. Wir haben durchaus Anwender, die bauen sich dort für ihr Business eigene Anwendungen und füllen da heraus eben entsprechend Dokumente. Das Dokumente füllen, so wie ich das jetzt gleich zeige, geht auch mit E-Mails. Ich kann auch EML-Dateien dort im Dateimanager abspeichern und dann zum Beispiel auf einem Kontakt eben eine vorgefertigte Mail füllen mit bestimmten Feldern und die dann zum Beispiel rausschicken. Das Ganze kann man auch noch in der UI auf Buttons legen, wenn man dann unbedingt will und sich eigene Masken machen dafür und so weiter. Das geht dann noch ein ganzes Stück weiter, aber da ist man flexibel. Was wir noch können ist, wenn ich kann auch über den Dateimanager neue Dokumente erstellen, also leere Dokumente. Und damit diese leeren Dokumente das richtige Papierformat haben, die richtigen Ränder, die richtigen Schriftarten schon drin haben und so weiter, möchte ich natürlich in einem Unternehmen oder in einer Organisation solche Vorlagen den Mitarbeitern schon an die Hand geben, damit die nicht wieder die Firmenschriftart einstellen müssen und so weiter. Das landet bei uns bei Templates Collabora. Dort kann ich die Sachen reinschmeißen und wenn jemand ein neues Dokument macht und nicht etwa eins kopiert oder so, dann bekommt er schon eines mit den richtigen Einstellungen. Der eGroupware als File-Server. Wir können externe Ressourcen einbinden per SMB, WebDAV und so weiter und in eGroupware mounten. Das heißt also, wenn ich in eGroupware im File-Server Dokumente öffnen will mit Collabora Online, können das durchaus auch Dokumente sein, die irgendwo auf dem File-Server oder sonst wo liegen. Andersherum kann ich von meinem Client per WebDAV auf meine Files zugreifen von eGroupware und zwar nicht nur aus dem Dateimanager direkt, die ich dort habe für mich persönlich, meine Abteilung oder Gruppe, sondern auch die Sachen, die ich an Kontakte drangehängt habe, an Projekte und so weiter. Somit kann man eben auch mit seinem Desktop Office, am liebsten natürlich LibreOffice oder Collabora Office, direkt über seinen Client-Dateimanager die Dokumente öffnen. Also Funktionen, die in Collabora Online vielleicht mal doch nicht drin sind, irgendwas Spezielles, dann öffne ich das einfach über WebDAV und bearbeite das und speichere das ganz normal, wie ich das kenne. So kann ich also mit beiden Produkten wunderbar arbeiten. Ich will jetzt ganz kurz nochmal auf die Frage eingehen. 400 User-Umgebungen. Ja, 2 Cores, 2 GB reichen natürlich nicht ganz. Das ist richtig. Das kann man aber im Prinzip beliebig nach oben skalieren. Also es gibt Installationen, auch in Universitäten zum Beispiel. Da hast du deine 10.000 Studenten unter Umständen und dann sind dann eben, ich sag mal, während der Laufzeit vielleicht 200 Dokumente mal auf oder so. Auch das skaliert, also das kriege ich auch mit den heutigen Kosten. Selbst wenn ich das bei einem Hoster mache, kriege ich das ganz gut gestemmt. Es gibt dazu auch Diagramme, die so etwas ein bisschen darstellen. Da müssen wir noch mal kramen. Ich sehe mal zu, dass ich da noch ein bisschen mehr Informationen bekomme und in die Folien später einbaue. Also schau einfach demnächst da nochmal rein. Also Fakt ist auf jeden Fall, es funktioniert, nur nicht mit 2 GB, ist klar. Ja, ist aber machbar und ist auch bezahlbar. So, cool im Dateimanager, File-Manager. Schauen wir uns mal an, wie das integriert ist. Ich sehe auch schon, dass wir mit der Zeit ein bisschen weit sind. Ich hoffe, wir kriegen gleich kurz einen Hinweis, ob wir ein bisschen überziehen können. Na, ein bisschen mehr. Im Dateimanager von eGroupware gibt es einmal einen Button, da kann ich in dem Ordner, wo ich stehe, ein neues Textdokument, Tabellendokument, Präsentation, Zeichnung, wir haben ja gelernt, Draw ist jetzt integriert, neu erzeugen. Ein weiterer unten öffnet mir den Dialog auf der rechten Seite und ich weiß nicht, ob man es ganz erkennen kann, aber ich kann alle Dokumententypen anlegen, die Collabora Online so kennen kann. Deswegen sagte ich eingangs, es gibt auch eine EPL-Version, eine Professional-Version oder wie auch immer. Es gibt Funktionen wie zum Beispiel den Löschschutz, also wir speichern dann Revisionen ab und haben dadurch auch eine Versionierung. Die habe ich sowohl in eGroupware zur Verfügung, man sieht das hier in der mittleren Maske, und auf der rechten Seite ist dann die Änderungshistorie, die Versionierung, die man einblenden kann in dem Collabora Online-Fenster selber. Okay, aus Cool heraus haben wir einen Button eingebaut, da kann ich dann senden per Mail direkt und wir werden in Zukunft wahrscheinlich auch noch weitere Funktionen dort einbauen. File-Sharing aus Collabora Online heraus öffnet eine E-Mail, hängt dieses Dokument da dran und dann kann ich einstellen, ob ich das mit einem Passwort versehe, Laufzeit und so weiter. Grundsätzlich gibt es Datei- und Ordner-Sharing aus dem Dateimanager in verschiedenen Art und Weisen. Beschreibbar, nicht beschreibbar und so weiter. Das heißt also auch, ich kann durchaus externe hier Dokumente bearbeiten lassen. In eGroupware selber gibt es auch so Module wie Kanban, Projektmanagement oder dieses Infolog. Wenn ich da Dokumente dranhängen habe, dann kann ich die von dort aus auch direkt öffnen. Das heißt also, wenn ich zum Beispiel ein Kanban-Board habe, ich habe zum Beispiel eins für meine Zusammenarbeit mit dem Marc, da habe ich Dokumente drin, die öffne ich dann direkt, schreibe da etwas rein, schließe die wieder und gut ist. Ich komme dann auch aus solchen Stellen direkt an die Dokumente und in das Bearbeiten hinein. Das war das, was ich gerade schon angesprochen habe. Per File-Sharing können eben auch Externe durchaus mal Dokumente bearbeiten und das eben auch gleichzeitig. Kann man also mit Nicht-eGroupware-Benutzern durchaus gemeinsam an Dokumenten arbeiten. Kommen wir zur Dokumentenerzeugung. Ich hatte es anfangs eigentlich nur angedeutet. Grundsätzlich aus eGroupware heraus kann man Dokumente erzeugen. Man hat ja in so einer Groupware-Lösung eine ganze Menge Daten drin. Ich sage mal an erster Stelle natürlich zum Beispiel Adressbuchdaten, aber eben auch im Kalender, gerade aber auch in den Infologs, also in den Aufgabenverwaltungen und so weiter und im Projektmanagement. Und ich sage mal, nach wie vor müssen oder wollen wir ja immer noch öfter mal Dokumente erzeugen. Also zum Beispiel kann ich Stundenzettel auf einem Projekt verbuchen und will Ende des Monats diese Stundenzettel in den Leistungsnachweis, in ein Dokument bringen, um das dem Kunden zum Beispiel an die Rechnung zu hängen. Solche Sachen zum Beispiel. Da gibt es jetzt in eGroupware, wir haben links auf der Seite immer so eine Anwendungsspalte, so eine Seitenleiste und da gibt es ein Icon oder ein Menüpunkt Platzhalter. Wenn man den aufruft, bekommt man für das Modul, wo man gerade drin steht, also in dem Fall zum Beispiel Adressbuch, Kontaktlisten, die werden dynamisch erzeugt. Da stehen also alle Felder drin, die zur Verfügung stehen. Und das sind praktisch alle, die da sind. Und auch, ich kann ja in eGroupware benutzerdefinierte Felder nach Belieben anlegen, zum Beispiel für das Adressbuch. Und auch die werden dann angeboten und auch in der Übersicht direkt dargestellt. Und dann gibt es noch diverse allgemeine Felder, teilweise eben auch mit Funktionen, wie zum Beispiel If-Then-Else-Funktionen, also dieses berühmte Thema Serienbrief und mit Herr oder Frau und Sie und so weiter. Das kann man hier drüber steuern, genauso wie ein Seitenumbruch und Absteigen in andere Module oder auch Weblinks, die hinterlegt sind. Da gibt es noch eine ganze Menge mehr. Also die Platzhalter, da sind fast alle als Variablen zur Verfügung aus komplett eGroupware oder aus den entsprechenden Modulen. Benutzerdefinierte Felder werden angeboten, die Übersicht wird dynamisch erzeugt, Funktionen sind drin, if and else, modulübergreifend. Ich kann also durchaus über einen Kontakt gehen und mir dann zum Beispiel die nächsten Termine oder die vergangenen Termine mit dem Kontakt holen. Seitenwiederholungen, diverse Funktionen, um Adressetiketten vernünftig darzustellen, Links zu Datensätzen und auch Anhängen. Kurz zu den benutzerdefinierten Feldern. Das ist eine ganz wichtige Geschichte, auch für die Beispiele gleich. Ich kann in eGroupware selber benutzerdefinierte Felder anlegen. Das mache ich dort in der UI. Ich habe dort eine Übersicht über die benutzerdefinierten Felder. Ich kann hinzufügen Textfelder, Passwortfelder, Ganzzahl, Float, HTML-Felder, Checkboxen, Radioboxen. Dann kann ich Vorgaben machen für Auswahlfelder und so weiter. Und diese Felder stehen dann hinterher eben auch für das Dokumente generieren zur Verfügung. Das Ganze kann ich sowohl im Adressbuch, habe ich Adressbuchtypen, die ich anlegen kann. Ich muss also nicht in jedem Adressbuch alle Felder drin haben. Ich kann auch bestimmte Adressbuchtypen hinterher zuweisen und habe dann nur einen bestimmten Satz von Feldern. Und diese Felder sind im Regelfall sichtbar. Ich kann die aber so eingrenzen, dass sie nur für bestimmte Benutzer sichtbar sind. Also bei mir in der Firma haben wir zum Beispiel die internen Kontakte, da sind eine ganze Menge Felder drin, die nur wir von der IT sehen. Das heißt, da hängen Informationen zu Benutzern dran. Ja, auch das kann ich dort machen. Im Infolog habe ich genau das Gleiche. Ich kann dort Infolog-Typen anlegen und für einen Infolog-Typ bestimmte Felder eben entsprechend anlegen, die dann dort zur Verfügung stehen. Ich muss dafür nicht in eine Datenbank oder sonst wohin. Das mache ich alles hier in eGroupware direkt selber. Kleiner Durchlauf von der Dokumentenerzeugung. Ich habe ein Dokument, da tue ich Platzhalter einfügen. Die kann ich mir eben aus der Übersicht kopieren. Aus der eGroupware heraus zum Beispiel einen Adresskontakt. Wir arbeiten in eGroupware mit Kontextmenüs wegen den ganzen Funktionen. Gehe ich ins Kontextmenü, wähle unten in Dokument einfügen ein und wähle mir das Dokument aus, was ich da benutzen will. Zum Beispiel irgendwie einen Brief oder sonst irgendwas. Wir fügen ein in Open-Document-Formate, ganz klar. Auch MS-Formate, da mag ich aber nicht versprechen, dass immer alles funktioniert. Und RTF geht auch und andere Formate. Aber ich denke mal, wir werden hauptsächlich Open-Document nehmen. Das funktioniert. Aus den Modulen, die ich dort aufgelistet habe, kann man das Ganze exportieren. Aus E-Mail zum Beispiel heraus macht das relativ wenig Sinn. Und da gibt es sowas auch nicht. Ein kleines Beispiel. Ich habe im Dateimanager unter Templates Adressbuch, das sind also die Vorlagen fürs Adressbuch, ein Dokument, Angebot mit Platzhalter, hinterlegt. Das Ganze sieht jetzt im Dateimanager, in meinem Mint zum Beispiel, so aus, genau die gleichen Inhalte. Ich kann es dort öffnen. Ich kann es also von beiden Stellen auch bearbeiten, die Vorlage. Ich habe sie jetzt hier geöffnet in Collabora Online, die Vorlage. Ich kann also jederzeit hier im Dateimanager, wenn ich als Admin da drankomme oder jemand die Rechte hat, diese Vorlagen auch bearbeiten. Ich gehe jetzt auf meinen Kontakt, wähle unten das Dokument auf und dann wird das geöffnet und ist gefüllt. Ganz einfache Geschichte im Grunde. Ich kann das Ding jetzt weiterverarbeiten, weiter verschicken. Ich kann zum Beispiel Tabellen nehmen, die irgendwas durchrechnen oder sonst was. Ich habe Beispiele aus der Praxis, die kann ich jetzt eigentlich nur groß erzählen. Ich möchte das für die Folien später noch ein bisschen weiter ausarbeiten, hoffentlich auch mit ein paar Screenshots. Ich will das nur mal anreißen, um vielleicht auch so ein bisschen die Fantasie anzuregen, was man damit so machen kann. Aber wie gesagt, schaut in 2 Wochen da noch mal rein, beziehungsweise ich tue es kund. Ich werde sicherlich in den Folien noch ein paar Sachen liefern können. Ich habe da zum Beispiel so einen Rechtsanwalt. Ist ein, der setzt eGroupware wirklich seit vielen, vielen Jahren ein und seit der Verfügbarkeit durchaus auch Collabora eingebunden, also Collabora Online. Er betreibt das aktuell on-premises bei sich, ist ein Einzelanwalt, hat mehrere Mitarbeiterinnen, die ihm zuarbeiten. Er ist halt auch viel unterwegs, an Gericht und so weiter. Und dadurch, dass er hier mehr oder weniger alles online macht, ist es eigentlich auch vollkommen Schnuppe, wo er ist. Er hat sein Tablet mit und arbeitet da drauf. Da wird zum Beispiel die Eingangspost gescannt, in dem Vorgang abgelegt. Dokumente werden in eGroupware erzeugt, gegebenenfalls dann also gedruckt, ausgeschrieben vom Mandanten zum Beispiel und wieder zugeordnet. Ja, ich sag mal, und ansonsten macht er natürlich E-Mail darüber, Kalender und so weiter. Synkt das gegebenenfalls auch auf seine Mobilgeräte. Also was man in so, in so einer eGroupware-Lösung halt macht. Er geht aber grundsätzlich auch hin und nimmt die Vorgänge, die er mit seinen Mandanten hat, in eGroupware auf. Und zwar macht er da im Prinzip zwei Sachen. Erstmal zentral, er hat Infolog-Sicht angelegt und ganz viele Felder angelegt. Ich habe das mal durchgezählt, ich weiß nicht, so ungefähr 113 Felder im Infolog. Die legt er an, ist ein bisschen Fleißarbeit natürlich. Man kann sich das natürlich auch in den Masken noch ein bisschen schöner machen. Fakt ist, da kommt ein neuer Mandant. Da hat unter Umständen die Mitarbeiterin schon die Kontaktdaten angelegt und vielleicht auch schon den Infolog angelegt. Und dann kann er da reingehen und die Dinge, die man da bespricht und abfragt, wie Aktenzeichen und der gegnerische Anwalt, Amtsgericht und was weiß ich, das wird dort eingetipselt. Und dann kann man dran direkt, wenn der Mandant das erste Mal da ist, dann erzeugt man ein Dokument, drückt aufs Knöpfchen und dann bekommt er seine Vollmacht. Ich weiß jetzt nicht genau, wie es heißt, auf jeden Fall, oder den Auftrag und diverse Dokumente zu unterschreiben. Das generiert er aus eGroupware. Im Infolog, wie gesagt, ganz viele Felder, aber eben auch im Adressbuch. Da sind es auch nochmal so 114 Felder, was ja nicht heißt, dass er jedes Mal alle Felder füllt. Das ist ja vorgangsbezogen dann durchaus. Da kommen die personenbezogenen Daten der Beteiligten rein. Mit den beiden Dingen hat er im Prinzip alle Daten da drin. Er muss nichts irgendwo separat noch notieren und da heraus kann er dann eben die Dokumente, die ja, ich sag mal, gerade ein Rechtsanwalt und die Gerichte und so weiter, das ist ja alles noch sehr, sehr dokumentenlastig. Insofern kann er darüber alles erzeugen, hat er alles drin, hat alles beieinander. Wenn ich im Infolog diese Dokumente dahinter lege und diese Informationen, ich habe diese ganzen Dokumente dann automatisch im Infolog. Lege ich einen Infolog an, wird ein Ordner angelegt im Dateimanager zu dem Infolog. Da hat er alles drin, die Dokumente, die eingescannten Sachen. Das kann der dann später auf einem Stick oder wie auch immer seinem Mandanten an der Hand geben und dann hat er das. Ich gehe das jetzt nicht weiter durch, den Ablauf, wie er damit arbeitet. Im Prinzip ist es der gleiche, wie ich das oben schon mal ganz, ganz kurz beschrieben habe. Nur er hat eben auch noch LibreOffice auf dem PC und macht darauf auch noch diverse Sachen. Zweites Beispiel, und ich glaube, ich habe noch 4 Minuten. Veranstaltungsorganisation. So ein Jugendhof, so ein Jugendbauernhof mit einem angeschlossenen Waldorf-Kindergarten ist das. Und zwar veranstalten und organisieren die Kinderferienfreizeiten. Dafür haben wir den Masken angelegt, Felder angelegt und so weiter. Und da ist zum Beispiel die Möglichkeit, dass Eltern sich dort in der eGroupware selber registrieren. Man kann sich da auch als Externer einfach selber anmelden. Und dann bekommen die nämlich genau die Möglichkeit, über diese Masken, über die speziellen Masken für die Angebote, sich dazu einzutragen, ihr Kind anzumelden. Dann drücken die aufs Knöpfchen und dann geht ein Mitarbeiter oder Mitarbeiterin dorthin, nimmt das Infolog, was dann daraus entsteht und erzeugt daraus zum Beispiel per E-Mail-Vorlage eine Bestätigung. Ansonsten wird dann hinterher zum Beispiel ein Office-Dokument erzeugt, um Rechnungen zu erzeugen und so weiter. Im Grunde, das hat sich immer so ein bisschen weiterentwickelt und wurde immer ein bisschen dran gearbeitet, aber ich sag mal, das ist eine relativ einfache Sache letztendlich und genau das, was die brauchen. Und ich sag mal, da gibt es auch nicht so viel fertige Software für. Und genau wie beim Rechtsanwalt auch, wir sind da immer DSGVO-konform, keine unflexible und teure Branchensoftware. Man hat ein klein wenig Arbeit damit, aber ganz ehrlich, dann hat man wirklich das, was man braucht. Noch ein paar allgemeine Sachen kurz. Ihr könnt eine Live-Demo ausprobieren bei uns. Ihr könnt im RZ eine 30-Tage-Testversion buchen bei uns. Sagt Bescheid, könnt da länger drauf gehen. Ihr könnt eine UCS-Installation machen, Eigeninstallation oder auf dem NAS. Ein Forum gibt es, da werdet ihr hauptsächlich mich treffen, Webseite und so weiter. Die Sachen sind alle verlinkt, das heißt, wenn ihr euch die Folien hier in Kürze zieht, könnt ihr das auch alles durchklicken. Es gibt diverse Vorträge, unter anderem eben auch zum Beispiel, wie wir Guacamole integriert haben von der Kilux, die Vorträge LibreOffice Online von mir noch aus 2019, aktuelle Sachen, Grazer Linux-Tage und Chemnitzer Linux-Tage und auch diverse Flyer in der Übersicht. Gerne möchte ich anbieten, Falls sowas hier zum Beispiel mal für einen Workshop oder einfach mal für ein Zusammentreffen gemeinsam angucken, sprecht mich an, meldet euch im Forum, mailt mich an, wir treffen uns irgendwo mal in den BBB oder in dem Jitsi und dann gucken wir uns das gemeinsam an, weil es ist halt alles ein bisschen kurz hier im Vortrag. Meldet euch einfach. Ja, deswegen von meiner Seite schon mal herzlichen Dank. T-1 haben wir jetzt pünktlich fertig. Nicht viel Zeit für Diskussionsrunde. Ich nehme die Sachen alle aus dem Chat hier nochmal auf und schreibe das, was ich weiß, noch in die Folien rein. Also schaut da bitte mal rein. Ich möchte das alles lieber ein bisschen ausarbeiten. Auch das mit dem Task-DAV und auch mit den Ressourcen insbesondere nochmal. Ja, und ansonsten schreibt mich einfach an. Ja, ja. T-0 fast. 10 Minuten überzogen. Ach so, 30 Sekunden habe ich noch. Ich möchte noch darauf hinweisen, auf die nächsten Veranstaltungen. Kieler Linux-Tage werden wir vertreten sein, Tux-Tage auch. Insbesondere die Tux-Tage, letztes Jahr erst einmal durchgeführt worden, würde ich euch mal empfehlen. Ja, dann wünsche ich euch ein schönes Restwochenende und schön, dass ihr dabei wart und meldet euch, wenn ihr was wissen wollt.